Liebe mytischtennis.de-User, diese Tischtenniswoche hat eine Menge zu bieten, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. Seit Sonntag läuft bereits das WTT Star Contender in Bangkok, was für die Stars die letzte Möglichkeit darstellt, sich vor der WM in Durban noch einmal auf höchstem Niveau auszuprobieren. Für Deutschland ist ein siebenköpfiges Herrenteam in Thailand am Start, das von Dmitri Ovtcharov angeführt wird. Die Gejagten sind Tomokazu Harimoto und Chen Qingtong, die bei dem Turnier die Spitzenpositionen der Setzliste einnehmen. Außerdem stehen am Wochenende gleich drei deutsche Meisterschaften auf dem Programm. In Lehrte werden die Meister der Jugend 19 und damit die Nachfolger von Matthias Danzer und Naomi Prankovic gesucht, die die Einzeltitel im vergangenen Jahr gewinnen konnten. Jeweils 48 Jungen und Mädchen sind in Lehrte am Start, Titel werden auch im Doppel und Mixed vergeben. In Ahrensburg finden derweil von Samstag bis Montag die deutschen Seniorenmeisterschaften statt. Nach aktuellem Stand haben sich knapp 500 Teilnehmer zum Turnier angemeldet, die in insgesamt 50 Konkurrenzen antreten werden. Und schließlich suchen auch die Parasportler in Sindelfingen ihre neuen deutschen Meister. Unter anderem tritt Jochen Wollmer zu seinen 36. Meisterschaften an, nachdem er seine internationale Karriere im vorigen Jahr beendet hatte. Außerdem bestreitet auch die TTBL am Sonntag nach längerer Pause ihren letzten regulären Spieltag vor den Playoffs. Die Playoff-Teilnehmer stehen zwar schon fest, die Reihenfolge im Fall von Ochsenhausen und Mühlhausen aber noch nicht. Während die Tischtennisfreunde mit Saarbrücken bereits einen möglichen Playoff-Gegner empfangen, treten die Thüringer auswärts in Bad Königshofen an. Eine sportliche Woche wünscht das mytischtennis.de-Team.